Sie haben mit der Einladung den Punkt Bericht Superintendent bekommen. Keine Sorge, ich möchte keinen Superintendentenbericht in aller Ausführlichkeit hier halten. Aber der gerade von uns besprochene Punkt des Fahrstellenkonzeptes mit seinen Auswirkungen beschäftigt auch mich, nicht nur beruflich, sondern auch in vielen Überlegungen und Gedanken. Und ich würde es für falsch erachten, wenn wir darauf nicht noch einmal kurz eingehen. Zumal ich an fast allen Orten, egal ob bei Freikirchen, der katholischen Kirche oder bei uns selber, immer wieder merke, dass das auch sehr viel Unwirkliches auslöst. Was passiert da eigentlich gerade? Was geschieht mit und in unserer Kirche und den anderen durch all diese Umbrüche, die sich jetzt ereignen? Und das ist ja nicht nur der Fahrstellenplan. Das ist ja nicht nur eine Veränderung im Kirchensteuerverteilungssystem. Die Liste ließe sich abendfüllen, erweitern. In diesen Jahren, es hat begonnen, geht eine ganze starke Pfarrerinnen- und Pfarrergeneration in den Ruhestand. Viele Gemeinden erinnern sich kaum noch daran, wie das war, als sie vor 32 Jahren das letzte Mal eine Pfarrerin, einen Pfarrer gewählt haben. Die Zeit ist geprägt dafür, dass der christliche Glaube für immer mehr Menschen an Bedeutung verliert. Christentum als Fremdsprache ist ein Schlagwort einer sich aufsplitternden und hochmobilen Gesellschaft. Das Berufsbild Pfarrerin, Pfarrer muss sich verändern. Neue Leute, neue Generation, neue Ideen, neue Impulse, kombiniert mit einer Pflicht zur Konzentration auf vielleicht gar nicht mehr Wesentliches, sondern Notwendiges. Das trifft das Selbstbild des Pfarramtes, ist Aufgabe des Pfarrkonventes, aber auch unserer Gemeinden. Neue Formen der Vermittlung von Religion für Jugendliche und Alte. Was wird bleiben von Online-Angeboten, digitalen Gottesdiensten? Viele von Ihnen haben bei den Ausschüssen schon gesagt, wäre schön, wenn es Hybrid wäre. Eine neue Kultur? Na klar, warum nicht? Kann man machen. Kann sogar richtig gut sein. Das Umdenken bei kirchlichen Gebäuden, Anzahl, Fläche, Größe, Zustand. Aus ökologischen, aber genauso aus inhaltlichen Gründen. Darf eine neue Generation auch sagen, ich will andere Gebäude? Und ich meine jetzt nicht WLAN, sondern weil sich die inhaltliche Arbeit verändert hat. Und die Theologie und unser Glaube. Ich merke zunehmend den Spagat zwischen einer hochkomplexen, eng vernetzten Welt und einem ungeheuren Reichtum und einer Vielfalt von persönlichen Vorstellungen und Einstellungen zum Glauben. Häufig etwas diffus, aus verschiedenen Religionen zusammengesetzt. Und wenn einem die Beine immer größer werden, braucht man eine stabile Mitte. Wo finden wir die? Wo haben wir die in unserem Glauben? Und wie drücken wir das auch aus? Ich könnte noch lange weitermachen. In meiner Jugend war ein Lied noch sowas wie ein Schlager, heute ein alter Hut. Ich meine ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und besonders laut wurde immer ein Teil der zweiten Strophe gesungen, so meine Wahrnehmung, Sie kennen das alle. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, liegt oft im Hafen fest, weil es sich in Sicherheit und Ruhe bequemer leben lässt. Man sonnt sich gern im alten Glanz der Herrlichkeit. Stimmt bestimmt nicht überall. Aber viel Kritik an einer gut situierten Kirche in einer gut situierten Gesellschaft. Doch was passiert, wenn es diese Häfen zum Festmachen gar nicht mehr gibt? Oder sie zumindest ebenfalls unruhiger werden? Und beobachten wir das nicht gerade? Corona in seinen Folgen noch lange nicht verdaut. Und jetzt das. Krieg in Europa. Verschiebungen im politischen Gefüge. Neue Flüchtlinge. Viele von Ihnen in den Gemeinden bemühen sich sehr, die gut aufzunehmen. Dankeschön. Und das ausgelöst durch ein Russland?
das ja nun gerade wieder in alte Bilder zurück will und dabei unendliches Leid, zahllosen Tod und den Bruch von Völkerrecht, Anstand und Nächstenliebe billigend in Kauf nimmt. Die Häfen werden unsicherer. Und was bedeutet das für uns? Viererlei möchte ich benennen. Gottvertrauen, ganz deutlich als erstes. Wenn viele Dinge unsicher werden und Ängste wachsen, dann brauchen Menschen Ruhe und Halt. Wir wissen uns von unserem himmlischen Vater gehalten. Wir wissen uns nicht allein, sondern begleitet. Wo man das Laute flieht und lieber horcht und schweigt, bekommt man von Gott ganz gewiss den rechten Weg gezeigt. Kirche ist ein Ort der Ruhe. Leben wir das? Mit Friedensgottesdiensten, aber auch indem wir diese Fragen einer sich ändernden Gesellschaft thematisieren. Zweitens, Mut. Mut, Entscheidungen zu treffen und neue Dinge zu wagen. Wenn sich so viel verändert und auch unsere Pfarrstellen, wenn wir sehen, dass auch in unseren Nachbargemeinden ganz viel passiert, dann ist es an der Zeit, auch einmal gute Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, wer was macht, wird durch viel Kritik geehrt. Aber das ist wirklich eine Ehre. Wie finde ich den rechten Kurs im weiten Meer? Und wenn man ihn hat, Mut. Mut, ihm zu folgen und ihn zu fahren. Drittens, ein Ziel. Ich weiß, gerne sollen wir als Kirche alles tun. Aber wer will das schon? Ich habe dazu keine Lust. Und wer kann das schon? Erst recht mit Qualität und Anstand. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, fragt man sich hin und her, wie finde ich den rechten Kurs zur Fahrt im weiten Meer? Und wenn man ihn hat, wenn man überlegt und beraten und beschlossen hat, was jetzt ansteht und was man machen will, traut man sich dann, diesem Kurs zu folgen? Und traut man sich auch, manch liebgewonnene Erinnerung auch sein zu lassen? Viertens und letztens, Gemeinschaft. All das, was ich gerade genannt habe, kann Lust machen, Zukunft zu gestalten. Oder es kann Angst machen vor all den Unwägbarkeiten. Der Bürgermeister hat es angesprochen. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt, viele Freunde sind mit uns unterwegs, auf gleichen Kurs gestellt. Wir sind als Kirche Jesu Christi, als Kirchenkreis, als Ekia, als Gemeinden mit ihren Bezirken, Teilen und den 1371 Dörfern, die zu unserem Kirchenkreis gehören, eine Gemeinschaft. Ich gebe gerne zu, mir persönlich machen diese Veränderungen auch Angst. Sie begleiten mich in meine Gebete, in meine Überlegungen, in mein Denken. Wie wollen wir es richtig machen? Ein junger Lehrer schreibt in der aktuellen Ausgabe der Zeit, Überschrift, Veränderung sollte Pflichtfach werden. Das wird schwerer als Mathe. Gott aber hat unseren Weg durch unser Leben, unsere Zeit als einen Weg gestaltet. Und auf einem Weg kann man zwar dann und wann stehen bleiben, aber das bringt einen nicht voran. Man kann auch gerne mal im Hafen festlegen und gut essen gehen. Aber dann geht es weiter. Im Gegenteil, wer mutig ausschreitet und Segel setzt, der kann was erleben. Der kann Gott erleben. Und genau das erlebe ich an vielen Stellen bei uns. Ich finde es bewundernswert,
wie Sie sich alle trotz der hohen Belastungen durch die Corona-Zeit und all den Veränderungen, die wir dort üben mussten, in 4 Wochen digitale Gottesdienste aus dem Boden stampfen, Konfirmandenarbeit ganz anders machen, in den Schulen mit einer Situation klarkommen, wo man seine Schülerinnen und Schüler vielleicht gar nicht mehr sieht, aber dennoch unterrichten und begleiten will. Ich glaube, Sie haben da gerade im Fach Religion Tolles getan. Aber dass wir bei all diesen Herausforderungen, die wir hinter uns haben, jetzt merken, das geht so weiter. Dinge verändern sich. Pfarrerinnen und Pfarrer, eine Generation geht, Neues gilt es zu gestalten. Vielleicht auch einfach nur die Freude zu haben, zu sagen, wir machen mal etwas anderes und schauen, ob es uns gefällt. Mut zu Fehlern, Lust an Erfolgen. Das habe ich hier und erlebe ich laufend in der Fläche unseres Kirchenkreises. Danke. Danke, dass Sie bei vielen Begegnungen, in vielen Gesprächen, in vielen Gebetsgemeinschaften ich immer wieder das Gefühl haben darf, wir gehen in Veränderungen, aber wir tun das gemeinsam und niemand ist dabei allein. Und deswegen möchte ich noch mit einem kurzen Ausschnitt aus diesem Lied schließen. Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt, in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist. Damit wünsche ich uns, werden wir diese Herausforderung jetzt gemeinsam packen, zusammenarbeiten und auch die nächsten Jahre voll Gottvertrauen gestalten. Vielen Dank, dass ich Gelegenheit hatte, Ihnen diese Überlegungen mit auf den Weg zu geben.